Irgendwie mehr Fernweh. Also früher, vor 30 Jahren, ist man in Europa geflogen. Heute will man gehen. Das ist so ein Auf und Ab. Du bist irgendwie ein paar Monate daheim und denkst, ja, jetzt muss ich mal wieder gehen. Dann bist du wieder unterwegs. Und dann kommt so der Moment, wo du denkst, ah, jetzt bin ich schon mal wieder froh, dass nicht immer Kleider musst aus der Tasche nehmen und mal wieder einen Schaft hast. Also das ist, ich denke, es ist so, es muss die richtige Mischung sein und dann passt es. Ich glaube, das ist ein bisschen die Zukunft des Reisen. Ein Land entdecken und es noch verbinden mit etwas im Lehren. Und dann vielleicht haben wir etwas gelernt, haben mit anderen Augen durch die Welt gehen und mit etwas mehr Respekt und Toleranz für andere Religionen und Kulturen. Ideen sammeln, wo könnte ich nächstes Jahr, welche Ecken der Welt habe ich noch nicht entdeckt.